Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich den IKEA-Ekee demontieren und somit den Schrank natürlich auch von der Wand abnehmen und danach auseinanderbauen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Unser Würfel ist im Normalfall hier hinten mit einer Wandschiene an der Wand befestigt und der Schrank wird einfach von oben sozusagen eingehakt. Bedeutet, das Ganze muss am Ende auch nach oben aus dieser Wandschiene raus, und wenn du das Ganze auch schon probiert hast, wirst du merken, dass man ihn nicht einfach nach oben rausheben kann. Laut der IKEA-Anleitung geht es am leichtesten, wenn wir unseren Schrank einmal hier unten etwas nach vorne hebeln, und dann müssen wir schauen, dass wir den Würfel einfach mal etwas in eine Richtung drehen können. Dann sollte normalerweise dieser nämlich auch schon ganz einfach aus der Wandschiene rausgehen. Das Auseinanderbauen benötigt man ja normalerweise nur, wenn man beim Aufbau nicht mit der Nummer 1 begonnen hat. Bedeutet, wenn hier einmal alles zusammengesteckt ist, dann bekommst du das normalerweise fast nicht mehr zerstörungsfrei auseinander. Und ich zeige es jetzt einfach mal in der Theorie, wie man doch dann ein Teil wieder lösen kann, wenn man beim Aufbau etwas falsch gemacht hat. Hierfür ist wichtig zu wissen, dass meine 1 immer noch hier hinten ist. Ich drehe das Ganze einfach einmal um und dass natürlich diese 4 Seitenteile alle miteinander zusammengesteckt sind. In meinem Fall ist jetzt dieses Teil hier vorne nämlich gegenüber von der 1 von unten nach oben reingesteckt worden. Bedeutet einfach, ich muss mal schauen, dass ich meine beiden Seitenteile hier außen etwas auf eine Erhöhung gebe. Ich lege da zum Beispiel 2 solche Meterstäbe einfach drunter, und dann geht es darum, dass ich diese Bauteile auch wieder voneinander trenne. Bedeutet am besten einfach mal hier ein Stück Pappe hinlegen, dann können wir auch schon mit dem Hammer vorsichtig probieren, das Ganze hier nach unten rauszuklopfen. Natürlich, wie gesagt, nur wenn hier unten alles nicht zusammengebaut ist, da ich mir sonst meinen Boden zerstöre. Wenn sich das Ganze hier gelöst hat, dann können wir natürlich auf der anderen Seite genauso vorgehen, und somit kann man diese Verbindungen hier außen nämlich wieder relativ gut lösen. Und somit haben wir unseren IKEA-Ekee-Schrank auch schon richtig demontiert und vor allem auch richtig auseinandergebaut. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so einen IKEA-Ekee-Schrank in den verschiedensten Varianten oder natürlich auch eine passende Wandschiene dazu zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.